Monatelang waren sie auf Österreichs Straßen unterwegs. Monatelang haben sie bei Regen, Schnee oder Sonnenschein dafür gekämpft, was ihnen besonders am Herzen liegt. Nämlich Freiheit, Grundrechte und Selbstbestimmung. Seit Donnerstag ist klar, dass sich ihr Einsatz mehr als nur ausgezahlt hat. Die vorsätzlichen Spalter, nämlich die schwarz-grüne Bundesregierung, haben die Impfpflicht zu Grabe getragen. Schwarz-Grün hat eingestanden, dass mit der Impfpflicht ein Gesetz eingeführt wurde, ohne zu wissen, ob es verhältnismäßig und verfassungskonform ist und ohne einen Schimmer zu haben, wie die Menschen im Land darauf reagieren. Denn heute ist klar, keiner hat sich von diesen Chaoten in die Nadel zwingen lassen. All das ist ein riesiger Erfolg für die große friedliche Protestbewegung. Es ist Zeit, Danke zu sagen. Danke an alle Menschen, die ein starkes Zeichen für Freiheit und Entscheidungsfreiheit gesetzt haben und dadurch vielleicht auch im privaten oder beruflichen Umfeld Rückschläge erleiden mussten. Doch ist es schon vorbei? Die Antwort lautet nein. Der endgültige Erfolg kann erst dann verbucht werden, wenn auch das Covid-19-Maßnahmengesetz auf der Müllhalde landet und die für das Corona-Regime verantwortliche schwarz-grüne Bundesregierung endgültig ihren Hut nimmt. Denn nach wie vor ist es den Zeugen Coronas möglich, über Verordnungen, Maßnahmen wie 2G-Zutrittsregelungen, Lockdowns für Ungeimpfte zu beschließen und damit den Impfzwang durch die Hintertüre einzuführen. Es gibt also noch viel zu tun, doch der fatale Irrweg namens Impfpflicht wird endlich beendet. Nun gilt es auch, die Verantwortlichen für diesen Wahnsinn zur Rechenschaft zu ziehen. Denn diese Regierung und mit ihr im Schlepptau die Pseudo-Opposition von SPÖ und NEOS haben ein Gesetz auf den Weg gebracht, das die tiefste Spaltung der Gesellschaft in der Geschichte der Zweiten Republik verursacht hat. Wer so agiert, für den gibt es nur eine logische Konsequenz: Rücktritt. Und zwar nicht nur für die Bundesregierung, sondern auch für die beiden Vorsitzenden von SPÖ und NEOS. Denn sie waren beim Impfpflichtgesetz im Windschatten der Regierungsparteien.